Das Internet hat mich immer schon wahnsinnig fasziniert und was für Folgen es haben wird. Und ich hatte schon um die Jahrtausendwende einmal die Idee zu einer Kurzgeschichte, damals ausgelöst witzigerweise oder spröderweise von einem Satz in einem Buch des Soziologen Niklas Luhmann. Und diese Geschichte habe ich dann aufgeschrieben, die ist nie erschienen. Das Frappierende war aber, dass das, was ich darin beschrieben habe, gewisse Technologien zum Beispiel wie YouTube oder Facebook etc., dass die nach und nach Realität geworden sind. Und das hat mich natürlich nicht losgelassen. Ich denke mir heute oft, ich hätte die Firmen gründen sollen, statt sie nur zu beschreiben in einer Geschichte. Aber gut. In Zero begreift die Cynthia Bonsend dann eben irgendwann, dass diese Themen eben nicht nur ein paar Computernerds betreffen oder jemand, der auf Facebook postet, sondern jeden Einzelnen von uns. Und dass das ganz massiven Einfluss auf unser Leben hat, heute schon, und in Zukunft noch sehr viel mehr haben wird. Und wer mir jetzt sagt, dass er diese Programme ja nie verwenden wird, den erinnere ich nur an sein "Das werde ich nie verwenden", als die ersten Computer auftauchten, als die ersten Handys auftauchten und als das erste Internet auftauchte. Naja, natürlich ist das Thema Datenschutz eines der allerwichtigsten der kommenden Jahre, wenn wir die noch bestehenden Reste einer rechtsstaatlichen, demokratischen, offenen Gesellschaft bewahren wollen. Gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, dass diese neuen Technologien auch unglaublich viele positive Seiten haben. In ein paar wenigen Jahren, wenn wir das sogenannte Internet der Dinge haben werden, wo diese Maschinen dann auch schon miteinander kommunizieren, dann lebe ich sozusagen in einem Computer, der alle meine Daten analysieren kann und mir entsprechend dauernd Ratschläge geben kann, wie ich ein besseres Leben führe. Was auch nicht gar nicht so schlecht ist, weil das Leben ja dann so komplex wird, dass ich mich ohne solche Hilfen ja womöglich gar nicht mehr darin zurechtfinde. Das sind dann also kleine Navigationssysteme, wie wir sie heute schon aus dem Auto kennen, die mich so durch das ganze Leben führen werden. Und auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, wer schreibt die Programme, nach welchen Werten und welchen Parametern? Naja, meine Sympathien sind da relativ verteilt. Ich mag die Cynthia, die Hauptfigur, natürlich sehr gern, weil sie sich irgendwann diesen Technologien doch stellt und dem Umgang damit. Ich finde auch Zero cool, weil sie auf unhaltbare Zustände aufmerksam machen und Widerstand leisten. Ich mag den Karl sehr gern, weil er ein sehr ambivalenter Charakter ist, sehr stark changierend zwischen extremer Rationalität und hoher Emotionalität. Mein heimlicher Liebling ist fast der Urban Panicott wegen seiner skrupellosen und brillanten Klarsichtigkeit. Ich bin Marc Elsberg und ich wünsche Ihnen viel Spaß und Spannung bei der Lektüre von Zero. Sie wissen, was du tust.